Pierre Niehaus ist wieder mir zugeschaltet beim HI Trend Talk Gastronomie. Der internationale Gastronomie-Experte wird auch heute uns wieder über aktuelle Trends in der Gastronomie berichten. Aber es gibt bei uns ja immer ein Schwerpunktthema. Und was ist es diesmal, Pierre? Ja, wir haben letztes Mal drüber, also anfangs natürlich drüber gesprochen, wie wichtig Gastronomie und Erlebnis ist und dann gesagt, welche Modelle gibt es, Fremdverpachten, entweder an einen individuellen Pächter oder an eine Gruppe. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, sodass man zu der Schlussfolgerung kommt, könnte man auch selber machen. Und das würde ich gerne so ein bisschen mit den ganzen Haken und Ösen in den Mittelpunkt stellen heute. Da bin ich gespannt. Dann leg mal los. Ja, also Selbstbetrieb hat natürlich einen großen Vorteil, man kann die Sache kontrollieren. Hat den großen Nachteil, also gerade jetzt für Einzelhändler, ob es Textil ist, ob es Lebensmittel ist, egal welchen Bereich, es ist ein einfach neuer Beruf. Und die Komplexität von Gastronomie ist bitte nicht zu unterschätzen. Ich habe letztes Mal schon angedeutet, dass außer wenn ich umsonst mal ein Espresso oder ein Wasser oder verschenke, ich möglicherweise eine Konzession brauche. Das kommt auf die Voraussetzungen an. Oder wenn ich sogar so weit gehe, dass ich sage, ich hätte gerne auch hier richtiges Essen, ich eine Küchenkonzession brauche. Das heißt also, ich muss erstmal grundsätzlich feststellen, möchte ich es selber machen und dann brauche ich einen gewissen Aufwand und ich brauche auch eine gewisse Kompetenz. Also es setzt eigentlich voraus, dass das von einem Mitarbeiter gemacht wird oder mehreren oder einem Mitarbeiter und Aushilfen, der sich da ein bisschen auch auskennt, der also Gastronomie gemacht hat. Und dann ist es aber nicht so, dass jeder, der sagt, ich bin schon seit 2 Jahren Kellner, so ein Gastronomieobjekt leiten kann. Das sind oft gute Leute am Gast, aber die anderen Dinge sind nicht bekannt. Das heißt, ich sollte quasi ein Konzept haben oder machen oder mir schreiben lassen und vielleicht auch bei der Implementierung, bei den Anfängen mich unterstützen zu lassen, sodass die Regeln klar sind. Und dann kann man auch mit jemandem, der vielleicht vorher an der Bar war oder gekellnert hat, da ganz gut arbeiten. Jetzt hast Wichtig du ja ist, eine sehr große Erfahrung auf dem Gebiet und hast ja und Unternehmen beraten oder auch bei ihren Startversuchen da natürlich stark unterstützt. Kannst du vielleicht mal ein oder zwei Beispiele nennen, wie das dann umgesetzt wurde? Ja, also ich habe ja letztes Mal schon eins genannt, was mir also wirklich sehr gut gefällt, weil das sehr einfach ist. Das ist die Bö Bar von Bödecker Schuhe, finde ich da wirklich sehr gut. Ich habe letztes Mal auch genannt Joe and the Juice, die wirklich mit kleinem Aufwand an viele Orte und Plätze gehen können. Wenn man jetzt allerdings sagt, das ist jetzt auch ein Beratungskunde von mir, Bräuninger. Wir machen oft so Innovationen und Trendtours und gucken, wie kann es sich weiterentwickeln. Wenn es diese Größenordnung hat, dass ich eine Vollküche habe oder mehrere Objekte im Hause habe oder wie im Beispiel Mannheim ich sogar ein Sternerestaurant habe, dann brauche ich eine eigene Crew, dann wird es auch richtig kompliziert. Natürlich wird es auch dadurch attraktiver. Und da ist eben wichtig, dass ich so eine gewisse Größenordnung beachte. Also entweder mache ich es klein, dass ich sage, es ist eigentlich nur eine Theke, es gibt nur Espresso, es gibt vielleicht Prosecco, ein paar kleine Gerichte, entweder an der Theke und man setzt sich hin oder ich habe auch Service, oder aber man macht die Nummer größer, ist dann eben mit einer Küche am Start. Und dann ist man natürlich auch abhängig von entsprechendem Fachpersonal, hat entsprechende Hygieneauflagen. Die habe ich natürlich auch schon, wenn ich nur ein Getränk mache, das ist klar. Aber dann wird es deutlich komplizierter. Und ich muss halt wirklich gucken, wenn ich in die Größenordnung einer echten, frischen Vollküche gehe, wie Bräuninger das macht, wie oben drüber das Hänschel macht, dann bin ich von vielen Menschen abhängig, muss mich auch sehr drum kümmern. Deshalb gibt es einen Kompromiss. Also ich würde sagen, es gibt so quasi 3 Stufen. Das eine ist die einfachste Form. Ich habe einfach nur Getränke, die ich durchaus auch verkaufen kann, mit einem Mini-Snack. Die mittlere Version ist, ich arbeite schon mit Gerichten, aber habe also sehr viel vorbereitet. Das heißt, Convenience, und das muss jetzt nicht ungesund sein. Da gibt es mittlerweile bestimmte Convenience-Stufen, die da sehr prima sind. Das heißt, ich systematisiere das.
Die oberste Stufe ist, ich koche wirklich echt frisch mit einem kreativen Koch, von dem bin ich auch abhängig. Wenn man sich dazu entscheidet, also beispielsweise Henschel hat das gemacht, mein Rat war da eher nicht so groß und die haben damit einen Riesenerfolg, muss ich sagen, absolut Hut ab. Toll, wie die das machen, weil die haben auch die richtigen Leute gefunden. Das ist manchmal eine lange Suche, manchmal Glück, manchmal Zufall und es geht auch einfach oft schief. Deshalb, ich würde zu den beiden ersten Versionen im Normalfall raten und man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Den guten Koch, den man kennt, der da einen unterstützt, das sind alles keine Menschen oder oft keine Menschen, die betriebswirtschaftliche Erfahrung haben. Da muss man einfach ein Leitgerüst schaffen und sagen, das ist unser Konzept. Und dann muss ich natürlich bei dem Konzept auch gucken, dass es konform ist. Das heißt also, wenn ich jetzt, nehmen wir den Textilbereich, in Nähe eines Textilbereiches bin, dann habe ich natürlich auch lifestyleige, modische Kunden, die dann aber nicht unbedingt den Fettgeruch einer Fritteuse oder von Burgern haben wollen, egal wie groß die Nachfrage ist. Da muss ich eben ganz klar abgrenzen. Aber ich kann natürlich auch, wenn ich es wirklich gut mache, jetzt wieder wie Beispiel L&T in Osnabrück, die ich auch schon unterstützen durfte, Bräuninger, Henschel. In diesen Fällen wird es so gut gemacht, dass es sogar profitabel ist. Und das ist natürlich die Königsklasse. Wie das Zusammenspiel von Design, von Angebot und Personal. Wie siehst du das? Welches oder welcher dieser drei Bereiche ist für dich der am Ende entscheidende oder kann man das überhaupt nicht sagen? Ja, also ich musste eben schon gleich lachen. Ich habe ein Buch geschrieben, Reiche in der Gastronomie. Das ist ein bisschen älter, aber noch sehr aktuell, bis auf die fehlende Digitalisierung. Und da habe ich ein Kapitel, das heißt, der Architekt ist der natürliche Feind des Gastronomen. Und wenn ich das auf dem Vortrag sage, dann nicken sofort die Bäcker und sagen, ja, auch der Bäcker, der Hoteliers und die Einzelhändler sagen, unser auch. Man muss einfach sehen, ein normaler Architekt, der keine Gastroerfahrung hat oder ein Ladenbauer oder ein Hochbauer, das sind keine Profis für Gastronomie. Es gibt super Architekten für Gastronomie und einen solchen sollte ich haben. Oder ich muss durch einen Berater ganz klar sagen, was ich will. Natürlich sollte das Objekt vom Design zum Klientel, zum Gesamthaus passen. Es kann durchaus spannend sein, also ein paar überragende, überraschende Brüche haben. Ich habe gestern eine fantastische Trendtour gemacht in Berlin und war im neuen KaDeWe und das neue KaDeWe, die Food-Etage oben, die ist wirklich toll geworden, mit vielen auch Überraschungen, wo man denkt, man ist so ein bisschen in einer anderen Welt. Ja, Das das kann ich. gehört dazu. Das ist aber schon das ist schon die absolute Königsklasse. Das heißt, beim Architekten muss ich zwei Dinge berücksichtigen. Erstens, er muss das Design machen, wo sich, dass ich, das zu mir passt, durchaus mit einer spannenden Gap. Es muss wohl zum Wohlfühlen sein, also auch so Funktionen erfüllen wie Männerparkplatz. Die Textiler wissen, wovon ich rede. Es muss aber auch für einen Kinderwagen geeignet sein, den man abstellt, ohne dass er zu viel Plätze wegnimmt. Und jetzt wird es ganz wichtig, es müssen die Abläufe stimmen. Also wenn man zum Beispiel nicht weiß, dass ein in einer Küche kochender Koch eine Möglichkeit hat, zu einer Personaltoilette zu kommen, ohne den Gastraum zu kreuzen, dann baut man falsch. Und im Nachgang gibt es ganz große Probleme mit den Ämtern. Das heißt, also hier muss man schon wissen, wie mache ich das? Und jetzt, das war ein Extrembeispiel, was eben zur Nichterteilung der Konzession führen kann. Aber oft ist es so, der Thekenausgang ist rechts, die kleine Terrasse ist links. Das kostet jeden Tag Minuten und damit Geld. Dann gibt es die Küchenausstatter, die gerne die Küche voll ausstatten, obwohl ich eher Arbeitsfläche brauche und nur wenige Geräte. Also da muss man schon aufpassen, dass Architekt und Küchenplaner zum Konzept passen. Und dann muss ich natürlich auch gucken, was möchte ich mit dem Konzept erreichen? Möchte ich da wirklich Geld verdienen? Brauche ich auf jeden Fall eine größere Fläche? Ist es einfach die Ruhefläche für die Familie oder die Fläche, wo die Männer
sich ein bisschen entspannen, während die Damen noch im Haus unterwegs sind oder eben auch umgekehrt. Also auch Männer kaufen einfach nicht so lange ein. Das ist eine Statistik, das sollte jetzt kein Vorurteil sein. Das heißt also, ich muss gucken, was will ich damit erreichen. Bei beispielsweise L&T in Osnabrück, die haben einen eigenen Schneiderservice im Haus. Und das sind natürlich so Vorteile, wenn ich sagen kann, also wir ändern die Hose für Sie und jemand fragt ja in der Woche zwei, nein, kriegst du gleich. Aber in der Zwischenzeit schenken wir dir einen Kaffee. Dann geht jemand einen Kaffee trinken. Der geht durchs ganze Kaufhaus. Der muss wieder zurückgehen. Und er weiß, dieses Erlebnis, aber auch diesen Service kriegt er nicht im Internet. Das heißt, hier arbeiten Gastronomie, Dienstleistung, Erlebnis und ja, Mehrverkauf hoffentlich Hand in Hand. Und da muss ich mir darüber klar werden, was ich will und sollte mich auch nicht beeinflussen lassen von einem befreundeten Koch, der eine gewisse Richtung gerne kocht. Ich muss hier ganz klar etwas machen, was allgemeingültig ist. Und dann brauche ich natürlich immer noch den guten Koch. Glück, wer so einen hat, absolut, ja. Aber das Konzept ist die Stufe davor. Und dazu gehört eben Architektur, dazu gehören gewisse Regeln, dazu gehört eine gewisse logistische Logik und Einfachheit. Und je besser ich das in der Vorstufe mache und mich da nicht beschwatzen lasse auf halbem Weg, und besser plane, je sinnvoller, effektiver und vielleicht sogar richtig profitabel ist das gastronomische Objekt. Ja, sehr, sehr schön. Hast du zu diesem Themenkomplex noch eine Anmerkung? Oder noch eine Idee? Ja, also ich denke, auf Dauer ist Gastronomie absolut wichtig. Und es dreht sich auch in der Gastronomie ums Erlebnis. Also nur einfach was essen, das ist eher mittags, das ist so, ich sag mal, Bedarfsgastronomie. Aber auch die hat schon ein Erlebnis, die muss Spaß machen, gesund sein und so weiter. Und je weiter es in den Abend geht, umso mehr kann man es aufladen. Aber wir in der Gastronomie haben das gleiche Thema, gerade nach der Pandemie, wo man sich auch alles bestellen kann. Welches Erlebnis bieten wir? Und wenn ich jetzt als Gastronom dieses Erlebnis mit Shoppen kombinieren kann, dann wird da ein ganzer Ausgehabend quasi draus. Und das ist im Endeffekt wichtig. Andere Länder, andere Metropolen, nehmen wir an London, da ist in den Malls ein Spielcasino, da ist ein großes Multiplex-Kino und die Leute sind da wirklich bis 8, 9, 10 Uhr. Und wenn ich im Endeffekt was Spannendes jetzt im Kino gesehen habe, komme raus um 8, kann ich mich noch ins Restaurant begeben. Und die haben natürlich einen Nachtausgang bis 12, damit ich auch möglichst lange umsetzen kann. Und das sind eben alles Dinge. Auch Henschel in Darmstadt hat, und das ist echt ein Kostenfaktor, hat nach langem Überlegen einen Nachtaufzug gemacht. In London auch sehr vorbildlich Harvey Nichols, the fifth floor, also die fünfte Etage, hat einen separaten Nachtaufgang. Und gerade wenn ich jetzt mittags auch Leute begeistern will, die nicht im Kaufhaus sind und trotzdem mal schnell was essen und dann vielleicht doch die Rolltreppe runternehmen, auf dem Rückweg was kaufen, ist ein direkter Zugang sehr wichtig. Also die großen Malls haben mittlerweile sogenannte Express-Rolltreppen. Das ist also eine Rolltreppe, die fünf Etagen überspringt, sofort quasi nach oben geht in die Gastronomie. Und beim Runtergehen gibt es die natürlich nicht, sondern da muss ich schon die Etagen nehmen und dann bleibt hoffentlich der eine oder andere Euro auch im Einzelhandel hängen. Ja, herzlichen Dank, Pianinos. Das war die vierte Folge vom HI heute Trend Talk Gastronomie. Und es wird natürlich auch eine fünfte Folge geben. Also bleiben Sie bei uns. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nochmal vielen Dank, Pianinos. Tschüss. Gerne.